des Lebens. Wobei, das haben wir eher als Zuseher, wenn wir uns Dancing Stars ansehen, wenn wir allwöchentlich die große Show im ORF verfolgen. Für die Tanzpaare geht es jetzt langsam um die Wurst. Und jetzt sammeln sie fleißig Punkte. 5 Paare sind noch im Bewerb. Und er entscheidet über ihre Zukunft, unter anderem. Ich freue mich unglaublich über den Besuch von Dirk Heidemann. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen Österreich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo, jetzt haben wir dich leider nicht gehört. Bitte das Mikrofon zum Mund nehmen. Ach so, Entschuldigung. Kein Problem. So, ich bin jetzt dran gewöhnt, um verkabelt zu sein. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen Österreich nochmal. Schau, du lächelst, ja. Du bist gut drauf. Ich finde das ja unglaublich. Um diese Uhrzeit, ich meine, du bist ja auch einer, der eher am Abend im Studio sitzt und weniger in der Früh. Ja, also ich bin so ein bisschen wie im Jetlag, ja, weil ja, es ist ja immer dieses etwas mancher früher ins Bett gehen und dann auch sehr früh aufwachen, ja, weil man ja nichts machen kann. Also, du bist ein bisschen gefangen eigentlich im Moment. Man muss dazu sagen, ich bin gefangen, ja. Ja, ich habe ja auch Freunde hier in Österreich mittlerweile eine Menge und dann habe ich mich mal mit dem Tom getroffen, ja, Neuwirt. Du bist mit Conchita sehr genau gut befreundet. Ja, 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 wir können sehr gut. Und dann auch mit Musikern, aber immer so, dass wir waren gerade frisch getestet, also negativ, ne? Immer an dem Tag. Ja, aber du bist für diese Dancing Stars Produktion ja eigentlich jetzt im Moment nach Österreich gezogen, damit du keine Reisetätigkeiten auf dich nehmen musst. Das ja darfst du auch nicht, um die Produktion nicht zu gefährden. Bist ja jetzt ein vorübergehender Österreicher geworden. Ja. Wir haben ja eigentlich nicht immer so viel Glück mit den Deutschen, aber du avancierst langsam zu unserem Lieblingsdeutschen. Ja, also Darf ich das sagen? Aber die Österreicher ist auch mittlerweile mein Lieblingsland. Und ja, also ich finde die Österreicher so nett, alle. Da gibt es sicherlich ein paar, die nicht nett sind, die kenne ich auch. Aber die ich jetzt so um mich herum kennengelernt habe, ich habe Dagmar Koller gut kennengelernt. Ja. Ja, die ist jetzt gerade ein bisschen abgetaucht, aber immer noch Kontakt. Und viele vom ORF und dann eben auch der Thomas Rabitsch und Anja Rabitsch, ja, die Musikaldirektor, ne, okay, vom ORF und so. Ja, und Tom und so weiter. Also nette Leute kennengelernt und ich fühle mich einfach in Wien wohl. Okay. Und ich merke, dass die Leute auch auf mich sehr nett reagieren. Die grüßen mich auf der Straße, sagen, ach, sie haben ja wieder ein tolles Sakko da angehabt oder irgendwas. Also ich habe ja überhaupt keine Haterbriefe, weil ich bin ja eine Person, die schon polarisieren kann. Ja? Aber ich habe überhaupt keine Haterbriefe oder cool, irgendwas. Gar nichts. Schön. Ja, gute also Energie. Eher Liebesbriefe. Oh, ja, bist du auf der Suche eigentlich? Oder bist du liiert, wenn ich das so fragen darf? Ich war immer liiert, mein ganzes Leben lang, mit wechselnden Partnern. Und jetzt habe ich die Schnauze voll. Echt? Entschuldige. Ja. Keine also, guten Erfahrungen. Jetzt will ich mal meine Ruhe haben. Ich war ja auch sehr krank letztes Jahr. Und ich will jetzt konzentriere mich mal auf mich, ja, auf meine Zukunft, weil ich super muss mein Leben ja ändern. Ja, darf ich da was sagen? Da fällt ja mir so etwas ein wie Rise Like a Phoenix. Es ist eigentlich unglaublich, dass du nach deinem Schlaganfall im letzten Jahr wieder so zurück im Leben bist. Und das war ein mühsamer und steiniger Weg für dich, oder? Ja, naja, es war im Nachhinein dann ein leichter Schlaganfall. Ich habe einen Freund, der ist jünger als ich und der hatte einen schweren Schlaganfall. Ja. Und der sitzt im Rollstuhl, blind und gelähmt. Okay. Ja, also ganz schlimm. Der hatte im Januar letzten Jahres den Schlaganfall, ich im Juli. Mhm. Und bei mir war es eigentlich, dass ich bin ja durchvollkommen, ich habe es ja schon oft erzählt, in mehreren, bei Barbara Karlich zum Beispiel auch in der Show. Ich bin quasi durchgeknallt hier durch dieses Jetlag und Fliegen und seit 20 Jahren China, Amerika und dann gleich arbeiten und, ja, und Jetlag. Und dann habe ich mir ein Virus geholt in Taiwan, muss das gewesen sein. Der hat sich mit so einem Virus, jeder Mensch hat ja ganz viele Viren im Körper, die nie ausbrechen zu 99,9%. Und der hat sich mit dem zusammengetan und das setzt sich dann in Herzmuskel oder Lunge und in meinem Fall hier. Ja. Und dann ging es aber relativ schnell. Ich habe schon mal erklärt oder erzählt, die dachten erst, ich wäre betrunken
Und wow, da haben mich in die Suchtklinik gebracht. Nein. Ja, das muss man mögen. Ja, also da. Und dann haben die gesagt, haben die mein Blut genommen und haben gesagt, Herr Heidemann, Sie haben ja gar nichts getrunken. Ja, Entschuldigung. Ja. Und ich bin immerhin privat versichert, habe ich gesagt, Frechheit. Ja. So. Und naja, aber die können ja mal Fehler machen. Ansonsten waren die Ärzte wirklich toll. Und wir hatten da. Mir ging es nach einer Woche schon wieder richtig gut. Ja. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Also ich konnte wieder reden, ich wusste auch wieder meinen Namen. Das war ganz so, ich konnte nur nicht laufen. Okay. Und wir hatten aber so viel Spaß mit den Krankenpflegern im Zimmer. Wir war immer Party im Zimmer. Also dich hätte ich auch gerne in meiner Wohnung oder im Krankenzimmer. Dirk, es ist ein Vergnügen, mit dir aufzustehen. Ja. Und für sicherlich für Österreich auch. Ich danke dir, dass du heute bei uns bist. Wir reden später weiter. Ich freue mich auch. Sag mal ein Käffchen und bis dann geht's weiter. Jo. Nicht?